Meine Damen und Herren, eine Waffe aus zivilisierteren Zeiten. Eine Waffe nicht des Angriffes, sondern der Verteidigung. Aber die Frage ist, darf man sie in Österreich überhaupt haben? Ich meine, es ist kein Blaster. Wer weiß, vielleicht kann es einen ganzen AT-AT zerstören. Schon gefährlich, dieses Ding, nicht wahr? Am besten, ich schalte es mir kurz ab. Die Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, ist das Laserschwert, das Lichtschwert, diese ikonische Waffe aus Star Wars, ist das eigentlich eine verbotene Waffe? Dazu müssen wir uns fragen, was steht eigentlich im Waffenrecht in Österreich? Das Ganze ist im Waffengesetz und dort steht einmal drinnen, eine Waffe ist ein Mittel, um einen Angriff oder eine Verteidigung einer anderen Person, sagen wir mal, zu unterbinden. Im besten Falle. Vielleicht auch diesen in einen etwas anderen Seinszustand zu versetzen. Dann ist es übrigens Mord. Oder, danke aus dem Publikum, wenn Sie mich als Vertreter haben, natürlich Notwehr. Ja? Wie ich so gerne sage, eine unglückliche Verkettung bedauerlicher Umstände. Oder ein Kollege von mir hat das letztens mal ausgedrückt, eine Schusswaffenfehlfunktion. Bedauerlich, bedauerlich. Nichtsdestotrotz, das ist eine Waffe. Also eine Waffe ist ein Gegenstand, die theoretisch jemanden verletzen kann, das jemanden töten kann, das den Angriff und die Verteidigung einer Person unterbinden kann. Gut, es gibt verschiedene Waffen. Es gibt Schlagwaffen, Stichwaffen, Hiebwaffen und auch Schusswaffen. Das Laserschwert ist viel, man kann es auch werfen, aber es ist keine Schusswaffe im engeren Sinn, würde ich sagen. Das ist eher ein Blaster, wenn Sie an Han Solo und so weiter denken, oder der Slug Thrower von Chewbacca. Aber das, wie gesagt, eine zivilisiertere Waffe aus zivilisierteren Zeiten. Gut, das bedeutet, wir müssen uns mal damit auseinandersetzen, es ist jetzt keine Schusswaffe. Für Schusswaffen haben wir sehr klare Vorschriften. Da gibt es die Waffen der Kategorie A, das Kriegsmaterial, also mehr so Raketenwerfer, Flammenwerfer. Einen Flammenwerfer zum Beispiel, wie die Boring Company von Elon Musk produziert hat, den dürften Sie in Österreich nicht haben. Oder wenn Sie mich anrufen, dann können Sie ihn natürlich haben, ganz klar. Aber Scherz beiseite. Dann gibt es die Schusswaffen der Kategorie B, die Schusswaffen der Kategorie C und die Schusswaffen der Kategorie D. Interessant für uns sind die Schusswaffen der Kategorie B. Da brauchen Sie nämlich einen Waffenpass, wenn Sie diese Waffen führen möchten, oder eine Waffenbesitzkarte, wenn Sie sie nicht führen möchten, aber zumindest besitzen. Jetzt das Problem bei den Jedis. Ja, die führen diese Waffen ja. Also das Laserschwert, das Lichtschwert, die führen die am Gürtel. Halt ohne Klinge. Leider, mein Laserschwert ist so ein klassisches mit Klinge. Das braucht es noch, weil die echten sind noch nicht ganz erfunden. Das macht aber nichts. Aber wie gesagt, also selbst wenn ich eine Schusswaffe am Gürtel tragen möchte, einen auf Cowboy machen, obwohl es dann nicht Star Wars, sondern eher Firefly, obwohl Han Solo, wir wissen, dann brauche ich eine Waffenbesitzkarte und nur, wenn ich einem Sicherheitskörper angehöre oder dem Militär oder einen besonderen Bedarf anmelden kann, zu sagen, naja, also bei mir zu Hause, die Katzen und die Hunde, die sind schon gefährlich. Da brauche ich eine Waffe, ja? Am besten etwas Halbautomatisches. Naja, eine Katze ist juristisch gesehen eine unbeherrschbare Lebensform, also ist so, ja, wirklich, aber das erzähle ich Ihnen dann 2020 beim Science Slam. Aber wie gesagt, eine Schusswaffe, da brauchen Sie eine Waffenbesitzkarte, vielleicht eine Jagdkarte oder eine Waffenkarte, also einen Waffenpass, damit Sie die überhaupt führen dürfen. Das hilft uns jetzt aber beim Laserschwert, beim Lichtschwert nicht unbedingt weiter, weil, wie wir wissen, es ist keine Schusswaffe, sondern eher eine Schlagwaffe. Nun, da hilft uns in diesem Fall bedauerlicherweise das Recht ebenfalls weiter, denn die Waffen der Kategorie A sind nicht nur verbotene Waffen, also nicht nur Kriegsmaterial, sondern es sind auch Waffen, die generell verboten sind. Schlagringe beispielsweise. Waffen, die in einem Alltagsgegenstand getarnt sind. Also beispielsweise, naja, das Maschinengewehr im Geigenkoffer. So ein Alltagsgegenstand, können Sie sich aussuchen, was der beiden, und es ist auf jeden Fall getarnt. Nichtsdestotrotz, das ist problematisch. Insofern
seine verbotene Waffe. Oder auch Waffen, die, kennen Sie das, so Springer, so Glas, Springer, Klinge heraus. Naja, bei meinem Laserschwert, bei meinem Lichtschwert geht das natürlich nicht. Aber was ist denn bei den Jedis in Star Wars? Die haben so einen normalen Griff und dann machen sie und dann ist plötzlich eine Klinge da. Und vorher haben sie so einen einfachen Griff da hängen, der ganz normal aussieht. Also das ist ja wirklich eine versteckte Waffe. Das bedeutet, heutzutage, gewissermaßen in der neuen Republik, Republik Österreich, wir sind ja nicht mehr vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt, da haben wir das Problem, dass die Jedis, so sie nicht vielleicht zu einem Sicherheitskörper gehören, was durchaus möglich ist, und einen Jedi-Waffenpass haben, also einmal Laserschwert führen, naja, ist es eine verbotene Waffe und sie dürften zwar vielleicht, wenn sie auf der hellen Seite der Macht sind, und einen Waffenpass haben, einen Blaster tragen, aber eigentlich kein Laserschwert. Das bedeutet, dass ein Laserschwert letztlich eine verbotene Waffe ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möge das Recht mit Ihnen sein.